Infernalischer Zug. Yay! Hier wollte ich doch die ganze Zeit schon hin. Yippie! Ja, super! Da hat er die Kinder echt trainiert, dass die vergessen. Also er hat sie ja zum Vergessen gebracht, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind oder was sie überhaupt da machen. Ja, und dann... wo muss ich eigentlich hin? Hallo? Komme ich denn hier weiter? Gehst ja nicht rein. Hallo? Aha. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, ganz nett. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay. Ja, schön. Ist ja echt beruhigend, das Spiel. Ich dachte, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen. Deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Okay, also hat er sich an unserer Schwester vergriffen, dann hat er das Haus niedergebrannt, dann hat er uns mit in sein Kinderbordell gebracht und versucht uns auch noch zu einer Prostituierten zu machen, was aber nicht funktioniert hat, weil unser Geist doch zu widerstandsfähig war. Nett. Oh, das sieht mir jetzt gerade irgendwie stark nach... Ende aus. Psst. Ew. Oh nee. Ach du Scheiße. Verkriech dich da. Ups. Sag mir, was es macht und wie man es tötet.
Wie tötet man es? So tötet man es wahrscheinlich. Kriegst mich doch eh nie. Oh. Na, Gegner auch noch. Na, wunderbar. Nein, 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 nein. Hör auf damit, hör auf damit. Geh mir weg. Geh mir weg, geh mir weg, geh mir weg. Ah, la, la, la. Komm schon, gib mir Rosen. Ich brauch Rosen. Oh. Stirb, 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 stirb. Das ist alles zu langsam. Oh, cool. Nein, nein, nein. Ja, jetzt kommt die nächste, oder was? Ja, zeig mir doch dein Hintern. Mann, du bist eine Hand, du hast kein Hintern. Mich nicht. Tja. Du kriegst, was du verdienst. Es hatte ich ja doch irgendwie recht, als ich bei den Puppenhäusern war und immer gesagt habe, ja, das Heim von den Pädophilen und so ein Scheiß. Hatte ich ja doch irgendwie recht, ne? Das hat das Vieh getötet. Das sollte ich machen. An den Viechern vorbei, damit es die Viecher tötet. Perfekt. Ich krieg ja eh keine Rosen dafür. Okay. Komm, wir tanzen. Oh. Schön, dass du die Viecher tötest, ne? Also, du hilfst mir damit nur. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte auf mich. Ich muss dich doch töten. Komm schon. Komm schon. Shit. Oh nein. Das ist gut. Das ist echt gut. Die Hand ist ein bisschen zu langsam für mich, wa? Wie die Hand den Großen tötet. Autsch, das war natürlich nicht so gut. Ich bin übrigens extra in der Nähe von dem hässlichen, großen, fetten... Oh! Die Hand! Die Hand! Nein, nein, nein! Warte, warte, warte! Ich muss die Hand angreifen. Shit! Komm schon, Hand! Oh, cool! Finde ich gut. Will ich auch dafür. Ich kann ihn nicht verstehen, wenn du so leise sprichst. Na super, jetzt sind es beide Hände oder was? Okay. Kriegst mich nicht. Hast ja keine Chance. Oh. Warte, warte, warte.
ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hasse das. Nein, nein. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich, aua. Auf hier mit der Scheiße. Hallo. Lass mich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hört doch mal auf. Danke. Oh, toll. Danke. Das ist ja super. Mal schauen, ob ich dich treffe. Super, ich bin fast tot. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dann nochmal von vorne oder was? Du darfst mich nicht kriegen. Ich bin doch fast tot. Absurd, Kämpferin. Jetzt beide oder was? Nee, warte, warte, warte. Warte. Ich kann uns sterben, dann sterben. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht die Hände, nicht die Hände. Leute, doch nicht die Hände. Rosen, Rosen, gib mir Rosen. Warte, warte, warte. Nein, das ist das Falsche, nicht die Hand. Du musst das Vieh helfen. Nein. Los. Sag das nicht. Nein. Bitte nicht von vorn, bitte nicht von vorn, bitte nicht von vorn. Bitte nicht. Kann ich immer noch nicht verstehen. Ja gut, zum Glück nicht ganz von vorne. Da bin ich doch sehr froh darüber. Kriegst mich eh nicht. Deine Zunge. Gib mir deine Zunge. Deine Zunge. Danke. Oh, ich habe sogar alle getroffen. Gut. Perfekt. Danke, 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 danke. Lass mich in Ruhe. Geh mit deinen Krabschenten weg. Ich bin kein kleines Kind. Piep. Kriegst du mich nicht. Mit deiner Zunge. Gib sie mir. Mir weg. Wieso waren jetzt keine Gegner da? Und wieso hat er seine Zunge nicht runtergelassen? Wenn man es denn Zunge nennen kann. Ich sag nichts dagegen. Yay! WTF?
Ich bring dich in den Knast. Und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen. Und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Ich glaube, unsere Welt ist geheilt. Hoffe ich. Das ist schön. Oh, die Bäume sind übelst geil. Ich liebe ja Herbst und deswegen auch bunte Blätter. Oh, übelst schön. Und ich mag die Pilze, die leuchten blau. Oh, die sind geil. Ich will auch solche Pilze. Oh, hier ist es echt schön. Spiegelbahn. Muss ich hier rein? Nö. Wo muss ich hin? Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern, ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Ja, wir haben es geschafft. Wow, das war echt langes Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt eigentlich sind. Genug auf jeden Fall. Ja, mein Fazit zu dem Spiel. Die Geschichte, die ist echt geil. Also die Story, die hat was. Die ist echt genial. Gut, manche Minispiele, darüber kann man hinwegsehen. Die Gegner waren gut. Und der Endgegner, ich fand aber... erstens war er passend und zweitens auch nicht zu einfach. Aber auch nicht zu schwer. Fand ich eigentlich richtig gut. Ich habe auf Mittel gespielt. War manchmal etwas hart, aber es ging. Nö, doch, es war eigentlich ganz cool. Hat mir gefallen. Auf jeden Fall. So, und die Leute, die haben alle asiatische Namen. Okay. Wo wurde Alice eigentlich entwickelt? Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Tja, werde ich das jetzt noch durchlaufen lassen? Ja, warum nicht? Tja, Alice ist vorbei, jetzt muss ich Ersatz finden. Muss ich mal überlegen, was ich überhaupt nehme. Naja gut, ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ich werde mir noch ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, was ich als nächstes mache. Vielleicht... irgendwas Kürzeres, vielleicht auch irgendwas, was wieder ein bisschen länger geht. Mal sehen. Auf jeden Fall wird es für Samstag und Sonntag immer kommen. Joa, und sonst? Also ich würde das jetzt noch abwarten und dann werden wir mal schauen, welche Bilder jetzt überhaupt freigeschalten wurden. Kann man ja mal noch fix reingucken. Wobei das wahrscheinlich jetzt echt lange dauern wird, bis es vorbei ist. Naja gut. Ich will mich auch dafür bedanken, dass ihr
zugeguckt habt. Ich meine, würde ja wenig Sinn machen, wenn ich das hier mache, ohne dass es jemand sieht, nicht wahr? Jo. Ich lasse es jetzt einfach nochmal durchlaufen. Denke ich mal. Und ich kann nicht die Klappe halten, weil sonst wäre es mir ja langweilig. Aber die haben schon lustige Namen, manche. Na gut, ich würde sagen, ich klinke mich jetzt hier aus, sprachlich. Es wird jetzt noch durchlaufen und dann werde ich nochmal kurz die Bilder angucken. Und ja, wir hören uns hoffentlich in dem nächsten Let's Play oder in den anderen wieder. Bis bald und tschüssi.